Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, auf dem Rückweg bin ich hier über das Pilzfragment gestoßen. Das scheint im Stable tatsächlich auch mal gar nicht verbuggt zu sein. Wundert mich ein bisschen. Aber bevor wir uns da jetzt umgucken gehen, gehen wir mal ganz kurz runter und suchen uns einen Fisch zum Verknuspern. Weil ich habe so ein bisschen Hunger. Und mit so ein bisschen würde ich sagen, das ist eine ziemliche Untertreibung. Ich habe ziemlich hart Hunger. Aber gut, hier in diesem Rudel kann ich nichts machen. Hier wird es doch irgendwo einen einzelnen Fisch geben, den ich essen kann, oder nicht? Ja, gibt's. Seid ihr eigentlich nahreich, wenn ich euch esse? Leider ist hier halt der andere Bug. Dass es hier performance-technisch miserabelst ist. So. Wie viel bringen die mir denn? Gar nicht mal so wenig. Oh, nehmen wir hier noch einen Blasenfisch. Kommt, da hinten ist noch einer. Scheiß Pilze. Bei den Spatenfischen bin ich mir nicht mal ganz sicher. So. Sind wir auf jeden Fall wieder auf einem relativ gesunden Level. Jetzt gehen wir kurz Luft holen und dann gucken wir uns das... What the fuck? Da wackelt sich eine Gatte einen ganz schön ab. Kurz Luft holen und dann gucken wir uns dieses imperformante Wrackteil an. So. Lassen wir hier noch ein bisschen rendern. Wieso nicht? Man sieht's, also hier bin ich echt bei eiskalt bei 9 Frames teilweise. Also die hier kennen wir auf jeden Fall nicht. Und ich würde sie gern scannen. Aber ich kann sie aus irgendwelchen Gründen nicht scannen. Alles klar, dann halt nicht. So. Den kennen wir. Den Stuhl 2 kennen wir tatsächlich nicht. Wow, wir haben einen neuen Stuhl, Leute. Ich könnte unsere Base vollstuhlen. So richtig hart vollstuhlen. Da ich die Dinger nicht scannen kann, das ärgert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. So, ein paar Informationen. Und... sonst nicht wirklich viel bisher. Einen Sauerstoff haben wir noch ein bisschen. Weil kacke, dass es jetzt schon wieder dunkel ist. Das ist ich bin echt ein Glückspilz. So, da hinten konnten wir uns auf jeden Fall noch durchschweißen. Das habe ich schon gesehen. Dann gibt es hier noch einen Schacht. Und der bringt uns nach draußen. Wow. Danke, Schacht. Danke, Schacht, dass du uns nach draußen gebracht hast. Gut. Dann schnitzeln wir uns hier erstmal kurz durch, holen Luft und gehen dann wieder rein. Aber ich befürchte, hier werde ich auch wieder nicht fündig. Weil hier könnte es theoretisch geben, dass ein Modifizierungsfragment für die Fahrzeuge. Aber. Doch! Eins von zwei. Perfekt. Perfekt, Leute. Hat sich rentiert. Und hier gibt es mehr als genug. Sehr geil. Richtig, richtig geil. Da sieht man. Wenn das Fragment buggy ist, dann verliert man hier auch richtig, richtig viel. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz Luft holen und dann schauen wir uns hier nochmal genau um. Aber mit Drittel Luft will ich jetzt hier nicht so lange rumeiern. Geil, dann können wir auf jeden Fall uns den Prawn jetzt so weit fertig machen und bauen, dass wir uns dann gemütlichst ins Lava-Biom schleichen können.
So, aber nichtsdestotrotz will ich da jetzt nochmal kurz reingehen, dass ich die Teile hier nicht scannen kann. Das ärgerlich. Einfach nur ärgerlich. Weil den verstärkten Tauchanzug haben wir ja ebenfalls bereits. Da wurden wir ja wieder mal mit Teilen überhäuft. Ich meine, ich könnte sie eigentlich scannen. Ich meine, Titan brauchen wir eh. Nehme ich halt Titan mit, was soll's. Ey, gibt's hier viele davon, das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Wir sind jetzt eh so gut wie voll. Eins wird noch gehen, aber ich glaube, sonst gibt's hier eh nichts mehr. Den Stuhl haben wir schon. Da gibt es auch nichts mehr und die Tür ist fake, behaupte ich. Ja, das ist eine Fake-Tür. Meine Damen und Herren, so sieht eine Fake-Tür aus. Ne, aber sonst gibt es nichts. Egal, wir haben genau das gekriegt, was wir wollten. Schlussendlich, mehr brauchen wir auch nicht. So, hier waren wir schon drin. Hier gab es nichts außer Tod und Verderben. Und Tod und Verderben hätte ich auch zu Hause, daher können uns das jetzt echt schenken und nach Hause cruisen. Home sweet home, Leute. Es wird Zeit. Home sweet home. Den Greifhaken, den Bohrarm haben wir noch nicht. Ha. Brauche ich jetzt wirklich den Bohrarm? Theoretisch, ja. Praktisch ist er mir eigentlich egal. Mein, wäre cool, ihn zu haben, aber wenn ich ihn nicht habe, dann habe ich ihn nicht. So einfach ist es. Also, da reiße ich mir jetzt kein Bein aus. So. Da würde ich aber auch noch. Was ist denn da gerade passiert? Das Viech ist gestorben, das habe ich gesehen, aber wie ist es gestorben? Das sah eigenartig aus. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Batterieladestation schon habe. Nope, habe ich nicht. Hat sich rentiert, Leute. Hat sich schon rentiert. Also der Part fängt doch mal richtig gut an. Wir finden so einiges. Seaglide ist mir ehrlich gesagt Latte. Schauen wir mal kurz noch hier rein. Ob es hier noch was Leckeres gibt. Aber ich glaube, das war's. Und hier bin ich mir fast sicher, dass ich nur nach draußen komme. Aber wir gucken es uns an. Ich meine, wir verlieren ja nichts dadurch. Und dann daheim gibt es auf jeden Fall erstmal was zu beißen. Weil holla die Waldfee, sind wir hungrig. Wow! Also das ist doch mal eine richtig linke Aktion. Also sowas von einer linken Aktion. Jetzt ist das so ein beschissener... Ey, ich glaube, ich spinne. Ja gut, dann bleib da drin. Bleib da drin und verreck, du Arsch. Wahnsinn! Okay, Seemotte, wo bist du? Da bist du. Hat der sich da echt drin versteckt, ey? Ich brech ab. Da sieht man ihn. Da sieht man ihn immer wieder mal rausschwanzen. Hey, so ein Arsch. Aber wie ist der da reingekommen? Der ist da einfach reingeglitscht. Suck my balls, really. Suck my balls. Versteckt sich da ein Stalker drin? Ich glaube, ich spinne. Also ich habe ja schon einiges gesehen, aber das übertrifft so einiges. Miau, miau, miau. Und... Was habe ich jetzt getroffen? Hier passieren komische Sachen, Leute. Hier passieren wirklich, wirklich komische Sachen. Aber gut, daheim gibt es jetzt was zu beißen.
Endlich sind wir wieder zu Hause. Und wir haben keine Kaffeemaschine gefunden. Das wundert mich. Das wundert mich auch sehr stark. Okay, jetzt geht es uns hungertechnisch gerade gar nicht gut. Aber wir sind gleich zu Hause. Ich glaube, dass ich sogar noch einen Nährstoffblock habe. Wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Und ich glaube, diesbezüglich täusche ich mich gerade wirklich nicht. Aber die Energiezelle haben wir jetzt wirklich gut geschändet. Also das kann man so sagen. Die ist am Ende. Dann nicht. Aber da. So, schon geht's uns besser, Leute. So easy ist das doch. Alles halb so wild. Dann nehmen wir uns hier noch eins. Komm, das haben wir uns auch noch rein. Titan gehen wir ab. Dann habe ich hier noch Gold. Weg damit. Viel zu viel davon schon wieder. Hier hätte ich ein bisschen Lithium. Komm. Nehmen wir das Uran raus und tun das Uran hier hinten. So ist das besser. So gefällt mir das auf jeden Fall besser. So. Dann müssen wir fast gezwungenermaßen uns die Andockbucht. Okay. Wie genau, wie und wann habe ich das jetzt gescannt? 4 Titanbahnen, 4-mal Schmierstoff und ein erweiterter Kabelsatz. Sollte eigentlich alles drin sein. Außer Titanbahn. Müssen ein bisschen Titan suchen. Komm, das machen wir auch gleich. Fangen wir damit an. Bisschen Titan. Ey, hast du mal Titan für mich? Hast du ein bisschen Titan? Okay, ein bisschen haben wir. Okay, da ist noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Wie schaut es im Inventory aus? Einer geht noch. Einer geht noch rein. So. Ich sehe gerade nur keinen. Ich will jetzt auch nicht allzu weit schwimmen wegen einem. Aber hier, oder? Hier, komm, 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 komm. Perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mal hier in einen Glaskorridor hin und im Anschluss die Andockbucht. So. Brauche ich die Andockbucht überhaupt? Brauchen, glaube ich, tue ich sie gerade gar nicht. Doch, brauche ich. Doch, doch, doch. Never mind. So. Einmal Titan. Grumpeltidu. 2-mal. 4 Bahnen habe ich gebraucht. Ich meine, das geht ja relativ flott. Den ersten haben wir jetzt hier schon eh komplett. So. Komm. Den zweiten haben wir hier auch komplett. Schon mal 2 und ich glaube, einen dritten kriegen wir auch noch hin, oder? Ja, einen dritten kriegen wir auch noch hin. Das heißt, 2, 4, 5 haben wir. Jetzt machen wir hier nochmal unser Inventory voll mit Titanschrott. Und dann haben wir schon mal die Titanbahn. Ich meine mal, easy, Leute, easy. Easy, easy, easy. Noch ein bisschen Titan. Das würde mich sehr freuen. So. Einer, glaube ich, geht noch, oder? Jo, einer geht noch. Und zurück. Demnächst will ich auf jeden Fall auch nochmal eine Signalboje aussetzen für unsere Base. Apropos Signal. Nein, nicht, dass ich ein Signal kriege und es nicht aufnehmen kann. So. Aber jetzt. Jetzt kriegen wir unseren letzten Titanbahn.
Aber Titan geht halt auch echt brutal schnell weg. Also wenn man so bedenkt, das ist schon flott, wie schnell man so einen Schrank mal eben leer kriegt. So, damit haben wir unsere 4 Titanenbahn. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein paar Püschel. Entschuldigung. Noch ein paar Püschel für Schmierstoff. Ich glaube, damit bin ich auch voll. 4 Stück. Jo. War jetzt 3 oder 2 für Schmierstoff? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. 3. War ja klar. Okay, ich muss sie kurz ein bisschen umparken, weil... Moment. So geht's natürlich auch. So. 4. Und 4. Habe ich hier echt schon alle Stalker verjagt? Kann das sein? Nicht wirklich, oder? So. Dann direkt nochmal eins. Damit haben wir schon mal 2. Und damit müssten wir jetzt 3 und 4 noch fertig kriegen. So. Hier damit. Weg damit. Und Bingo Bongo. Damit haben wir unsere 4 Schmierstoffe schon mal. Sehr schön. Perfekt. Und was haben wir noch gebraucht? Einen erweiterten Kabelsatz. Computerchip und 2x Gold, glaube ich, oder? Jawolski. So. Ein Quarz. Ein Silber und 2 Gold. Und jetzt erstmal ein Computerchip. Den erweiterten Kabelsatz. Und dann noch ganz kurz hier mal schnell gucken. 2x Glas. Ein Glas, 2 Glas, ein Glas, 2 Glas. Aber wenn wir es schon machen, dann machen wir es richtig. Energie ist eigentlich hier relativ stabil. Habe ich nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe wirklich mit größeren Energieproblemen gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Und einen hätte ich gern noch. Und zwar genau hierher. So. Dann nehmen wir uns die Bahn und den Schmierstoff. Cruisen kurz hier hinter. Und es wird Zeit für den Moonpool. So. Und. So. Läuft. Damit ist der Moonpool auch erledigt. Perfekt, Leute. Perfekt. Was will man mehr? Geile Sache. Und dann, ja, die Seemotte da jetzt reinpressen, ist, glaube ich, eine ziemlich dämliche Idee. Aber hier haben wir auf jeden Fall so ein... eine potenzielle Wärmequelle. Da hätten wir auf jeden Fall eine potenzielle Wärmequelle. Ich glaube halt, wenn ich jetzt die Seemotte da reinparke, zuzelt sie mir die Energie hier komplett weg. Was brauchen wir denn noch für... nichts, okay, nein. Da.
Glas, 2 Computerchips und 2x Titan. Das machen wir jetzt auch noch schnell. 2 Computerchips, alles klar. Das heißt, 4 hiervon. Schlingpflanzenprobe. Wo habe ich denn jetzt eine Schlingpflanzenprobe aufgenommen? Nein! Bleib hier. Flüchte nicht. Flüchte. So. Dann haben wir das schon mal. Und das Silber ist gleich weg. Ich sehe es jetzt schon. Wahnsinn. Das geht so schnell. Dann haben wir noch ein Glas gebraucht. Und 2 Titan, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. So. 1 Computerchip. 2 Computerchips. Und 1 Glas. Jo, läuft. Perfekt. So habe ich mir die Scheiße vorgestellt. Kommen wir mal hier hin. Und somit können wir endlich unsere Upgrades machen. Ey, wie geil, Leute. Wie geil. So gefällt mir das. Polyanilin kann ich sogar herstellen. Ich habe so Tiefenpilze schon. Schub kann... Greif, den kennen wir auf jeden Fall. Sehr geil. Den können wir natürlich nicht, wegen Schwefel und Kyanid. Den kennen wir auch nicht, aber egal. Ey, wie geil, Leute. So. Und wenn ich mich nicht täusche, kann ich ja hier direkt ab zu den Upgrades. Waren die Upgrades auf der anderen Seite? Ja. Ah, dich nicht. Dich klaue ich mal ganz kurz. Welcome aboard, Captain. Perfekt. Und somit können wir endlich tiefer, Leute. Endlich gehen wir, können wir tiefer. Brauchen zwar wieder Titan ohne Ende, aber prinzipiell können wir es jetzt. Also wir können uns jetzt allmählich für das Lava-Biom und das neue Lava-Kessel vorbereiten. Aber nicht mehr heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.